Okay, das ist Elvis, der deutsche Meister. Word, ready oder was? Ja, sicher. Uro, heute sehr gut gerockt. Sehr schön. Auch ready oder was? Auf jeden Fall. Bitte kein Bu und so einen Scheiß. Jeder, der meint, dass er es besser kann, sollte sich bei uns beim Battle anmelden oder nächstes Jahr mal zur Stage kommen und zeigen, dass er es besser kann, okay? Man muss erstmal die Eier haben zu battlen. Die Jungs sind richtig gut, also bitte kein Ausbuhen. Gib den Jungs Respekt. Wer von euch fängt an zu battlen? Ich fang an. Du fängst an? Na sicher. Word, ab geht's. Out for Fame, lass mal sehen, ob ihr da seid. Alle Arme nach oben. Komm schon. Komm. Muro, du Kleiner, es tut mir ja echt leid. Aber das Ding hier wird mal sicherlich kein Wettstreit. Frag doch einfach mal Pillard und Crackpipe, denn ich hab das Zeug auch jetzt schon bereit. Und die Gage von Tatwaffe, vielleicht bezahle ich die später bei der Sparkasse. Aber du hast keine Chance, ich rappe dich in Trance. Was dir gerade fehlt, ist nicht nur eine Nuance, sondern viel zu viel. Ich bin viel zu real, denn ich spiel das Spiel. Du bist mies am Verlieren heute. Und ich weiß, ihr seid hier, Leute, weil ihr gewinnen wollte ich. Ich bin King Elvis. Und es hilft nicht, ich weiß nicht, wie lange das hier gehen soll. Sind das 30? Time. Ey, dieser Elvis meint, ey, er wär viel zu real. Digga, du fickst kleine Kinder und du bist pädophil. Sieht es aus, ey, so sieht das hier aus. Ich schmeiß diesen Mixer von der Bühne einfach raus. Japp, das sind meine Faust. Leute, was geht ab? Hit mal alle eure Faust. Alles klar und ich mache dicke Party. M-U-R-O, Digga, der Typ ist ein Nazi. Alter, das war nur ein Spaß. Auf jeden Fall hat er auf seinem Kopf keine Haare. Meine Stimme geht verloren, genau wie seine Runde, denn die ging auch verloren. Yep. M-U-R-O, ich bin jetzt back im Biss. Ohne Witz, um diesen Fleischwitz zu bumsen, brauche ich höchstens diese 30 Sekunden. Wait. Vierteiler, weiter geht's. Ja, Mann. Okay, Muro. Du wolltest es so, Digga. Yeah, ich bin der Amtierer! Alle Hände genommen! Ich bin der Amtierer, auch heute wieder Sieger. Elvis ist die Bombe, Muro Hiroshima. Also lass dich explodieren, Mann. Du wirst sie verlieren, du wirst richtig kassieren. Du hast Elvis, du bist kein Sieger. Gönn dir mit Stickers, du mutierst zu Diva. Ey, oh, mich sieht man bei Viva. Facebook.com, Alter, pump meine Lieder. Vor so einem Spaß muss ich echt gar nicht den Hut ziehen. Marschier ins Battle wie Wladimir Putin. Und ganz ehrlich, ist nicht schlimm, aber ihn behandle ich heute Abend so wie die Krim. Ja, Putin, ey, das war echt der Hammer. Hallo, Herr Putin, mein Name ist Obama. Du hast doch gar keine Chance gegen Muro. Nein, dafür hast du viel zu kleinen Schwanz. Muro, tut mir leid, du hast echt gar nichts kapiert, als wenn Putin echt Obama interessiert. Du solltest Politik studieren, dann wärst du vielleicht etwas schlauer. Könnte ja passieren. Ja, ey, du sagst, ich hab mal nichts kapiert, als wenn Putin heute auch für Fame interessiert. Ey, das weißt du doch selbst, ich ficke diesen Tunkel und schnapp mir das Geld. Ja, das kommt, ey. Putin ist im Zelt und er sagt jemand Astrovje. Ich will da drüben mit ihm, du kannst ja gerne mal vorbeikommen wie gestern, du Freak. Ey, hör mir zu, ich habe keinen Bock auf Politik. Das ist Hip-Hop, jetzt werden die Hände in die Höhe geschickt. M.U.R. und mein Legendenflow, Out for Fame, hit mal alle eure Hände hoch! Out for Fame, warum der Gegner Zwerg? Du bist atemlos, wie Andrea Berg, nein, wie Helene Fischer. Du bist ein kleiner Wichser, du bist ein mieser Stricher, ich bin der bessere Splitter. Yep, okay, ich bin ein Stricher, du bist mein Kunde, denn du bist ein Zwinner. Sieh es aus, ey, das war deine Zeit, selbst Ketcher macht so, deine Zeit ist vorbei. Okay, so viel Beatdown, please. Auf jeden Fall krasse Kiste. Also super geil, gefällt mir sehr gut. Was sagt ihr dazu? Gebt mal Applaus für die beiden Jungs hier. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal die A Cappellas rein. Ab geht's. A Cappella Vierzeiler. Du sagst, ich gewinne nur, weil ich Champ bin. Ja, man ist eine miese Welt. Doch Battle gegen mich ist wie Gangnam-Style im Minenfeld. Komm mir nicht mit deinen Zeilen, du hast keine Chance, Mann. Und ich rap dich hier gleich mal direkt in die Trance, verdammt. Ey, Leute, der Typ, der ist echt wirklich ein mieser Freak. Er redet von Gangnam-Style, nämlich das ist sein Lieblingslied. Und so sieht das aus, die Crowd kommt gerade in sein Ohren. Gangnam-Style-Lieblingslied, sorry, du hast verloren. Ja, Mann.
Ich hab wenigstens ein Lieblingslied. Du baust langsam ab, ich bin das Ozonloch, du ein gottverdammtes Skigebiet. Also komm mir nicht mit deinen Standard-Rhymes, mit deinen Standard-Lines. Du weißt, Mann, Elvis King Nummer 1. Ja, Elvis King Nummer 1, ich fick den Lauch. Ey, komm weg, ich fick den Lauch. Meine Lieblingslieder kommen von den drei, also hab ich sowieso gewonnen. Ich schick dich in die Tonne, du brauchst da gar nichts mehr lachen. Live on stage, hier beim Outfit werde ich deinen Penis zerhacken. Oh, ich hoffe, das macht dir Spaß. Der Lauch, ich dachte immer, das wäre dieser Lars. Ich bin doch der Elvis, also rap doch gegen mich, denn ansonsten kriegst du gar nichts außer Schwanz in dein Gesicht. Schwanz in deinem Gesicht? Was hast du denn mit Rick Ross zu tun? Er nennt sich Elvis Presley. Was hat das mit Hip-Hop zu tun? Halt deine Fresse, das ist keine Opfershow. Nenn dich Elvis, verpiss dich und mach Rock'n'Roll. Ja. Rock'n'Roll vielleicht. Kann halt sowas passieren. Ist schon peinlich, wenn du sogar gegen Tote verlierst. Aber ey, Muru, sei nicht traurig. Ich nehm dich als Backup, du Vollspast, und klatsch dich auf den Boden wie die Setlist von Savage. Ey, oh Digga, du bist kein krass... Ey, oh Digga, du bist kein krasser Gegner. Du nimmst mich mit als Backup, ich nehm dich mit als Wasserträger. So sieht das aus, Alter. Dann fick ich die Ho jetzt hier schnell. Nach dem Job als Wasserträger kommt er nochmal sich bücken in meinem Hotel. Okay, vielen Dank. Bomben-Battle, Dankeschön. Gebt mal Liebe für die beiden hier. Wow, wow, wow. Publikum, was wäre das? Vor so vielen tausend Menschen so ein Freestyle-Battle. Ihr zieht euch das rein, wenn ich euch jetzt nicht fragen würde, wie es euch gefallen hat, beziehungsweise wen ihr vorne gesehen habt. Also beeinflusst bitte nicht die Jury so, macht es ganz leise. Aber trotzdem. Linke Seite, Gesuma, rechte ist der Elvis. Ich möchte jetzt von euch hören. Und jeder darf nur einmal voten, bitte, okay? Und zwar, wer meint, dass Muro dieses Battle gewonnen hat? Wow. Ich glaube, ich bin taub. Wer meint, dass Elvis dieses Battle gewonnen hat? Und kann ich noch mal dazu die Hände sehen? Wer meint, dass Muro gewonnen hat? Und wer meint, dass Elvis gewonnen hat? Okay, ich glaube, das Publikum hat einen Favoriten, aber wir haben unsere Experten hier am Start. Also wollen wir mal hören, habt ihr eine Entscheidung getroffen? Ja, haben wir. Dann schieß mal los. Wer ist der aktuelle Champion? Elvis? Das ist Elvis. Okay, bevor ich sage, wer gewonnen hat, begründe ich das kurz, damit hier nicht gesagt wird, hier wird Schmu betrieben. Ey, uns haben die Konter des Siegers besser gefallen. Er war sehr spontan, ist sehr gut auf Situationen eingegangen. Und deswegen, we got a new champion, ladies and gentlemen, Muro! Feier dich, Jung, gib ihn! Wow. Mach mal bitte nochmal Applaus für beide MCs, die heute hier waren. Hier, vergiss deine Kohle nicht, Mann. 2,5 Mille. Alter Schwede. Ballen. Wow, wow, wow. Respekt an Elvis. War ein gutes Battle. Respekt an Muro. Super geiles Ding. Du bist der neue deutsche Meister im Freestyle-Battle. Und wer meint, dass er gegen ihn gewinnen kann, hat die Möglichkeit. Outforfame.de, meldet euch an für die nächste Tour. Und wir sehen uns nächstes Jahr hier auf der Stage. Word, wir sind draußen. Vielen Dank und noch viel Spaß.